ist zwar ein bisschen unscharf, aber das ist ein Meer an Vögeln. Wenn die loslegen zu kacken, meine Fresse, wer soll das alles nur wegmachen? Nee, dann haben wir ein weißes Auto anstatt ein schwarzes. Die sollen doch nicht auf unser Auto kacken. Es ist kurz vor zwei, also Viertel vor zwei, so Pi mal Daumen. Und jetzt wird es halt für einen lecker Kuchen in St. Peter-Ording gekauft bei der Landbäckerei. Und da wissen wir, dass der Kuchen auf jeden Fall schmeckt. Ja, den hatte ich gestern, der war sehr lecker. Und da weiß ich auch, dass das mir schmecken wird. Ich brauche auf jeden Fall bitte zwei Zebra-Rollen, damit ich mich nicht total versaue. Und da würde ich sagen, lassen wir uns schmecken. Guten Hunger. Wir wollen dann tatsächlich jetzt doch nochmal uns rausbewegen. Die Sonne scheint. Man sieht sie dort am Himmel. Und was richtig genial ist, dadurch, dass die scheint, hat man richtig geil Produktion auf diesem Dach. So, wir machen die Tür zu. Machen die Tür zu. Abgeschlossen. Und dann Abmarsch Richtung Bad. Ja, genau, Richtung Bad geht's. Ich versuche jetzt trotzdem noch mal eine Aufnahme. Ob das klappt, weiß ich nicht. Hinter uns die Nordsee, ein Meeresrauschen. Einfach nur genial. Wir haben jetzt mal den Platz gewechselt und stehen auf dem Parkplatz für den Bahnhof. Wir wollen nicht mit dem Zug weg, aber hier kann man halt umsonst stehen. Und es ist nicht so weit bis zum Zentrum in Bad. Genau. Das ist ganz gut gelegen. Früher hat man hier sogar mal sich ausgeruht, aber das ist dann doch, man hört es doch, die Straße. Es ist halt die Hauptverkehrsstraße, die halt hier durch Ording und den Ortschaften hier durchführt, und da macht das halt nicht so viel Sinn. Genau, und dementsprechend denken wir uns, dass wir hier halt zum Glück nicht mehr stehen müssen. Also wir denken uns das nicht nur, sondern wir wissen es, dass wir nicht mehr stehen müssen. Richtig. So. Jetzt warten wir auf den Anruf, und soweit der Anruf dann da ist, werden wir entweder uns mit Auto nach Bad bewegen oder wir werden zu Fuß nach Bad loslegen. Das werden wir dann mit den Kollegen absprechen, wie wir das machen. Weil es kann auch sein, dass wir uns nämlich ein bisschen Bad anschauen wollen. Weil das Wetter ist echt gut. Bombe. Ja, man kann schön vernünftig in Ruhe laufen. Kein Wind, alles super. Genau, das heißt, dann warten wir mal auf unseren Anruf. Bis dahin. Angekommen am Wasser. Ja. Wir sitzen, sehr angenehm hier. Genau, wir sitzen in einem Strandkorb, wo der Wind nicht so schlimm ist. Unser Freund ist jetzt auch da. Und zwar da. Ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, in die Richtung. Genau. Weil er möchte nicht aufs Bild kommen. Bild, genau. Bewegte Bilder sind doof. Genau.
Er sagt so. Ja. Ja, gucken uns gerade hier diese Gleitdinger da. Drachen und so. Drachen an, genau. Da hinten ist das Wasser. Genau. Also immer noch in der Richtung, wo wir jetzt gerade nicht hinfilmen. Mhm. Da, Wasser. Freie Bahn mit Marzipan. Ach, das ist ideal. Hier kann man das hinstellen. Ja. Warum haben wir das im Bus nicht? Dann kann ich das nochmal so halten. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall auf dem Weg... Ist hier, also gibt's sogar einen Bus. Ach, oh ja. Aber keine Ahnung, wie das... Ja, so geht das. Ich habe doch keine Ahnung davon. Gucke mal, so eingehakt nach... Klatsch, fertig. Ne? Wunderbar, ja. Sieht man mich nicht mehr. Genau, also wir wissen das, es ist auf die... So was steht denn hier eigentlich? Man sollte sich vor der Benutzung melden? Naja. So. Ich melde mich. Hat mich gemeldet, kann er hier, können wir auch nichts ändern. Pech gehabt. Naja. So, wir werden dann bald zurückgehen über die lange Brücke, wo genau. Wir gekommen sind, in Bad und werden uns dann auf den Weg zum Griechen machen. Genau, nur schönes Essen. In diesem Sinne, bis dahin. Bis später. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben schon 10 Uhr und jetzt geht es zum Wasser, was weit, weit weg ist, aber das stört uns nicht. Die Sonne kommt raus, das ist super toll und mein Göttergatter da hinten fliegt die Drohne, weil er nichts Besseres zu tun hat. Flug ist abgeschlossen. Ja, sind wieder bei dem Wetter super Aufnahmen geworden, würde ich sagen. Die Leute haben auch schon sehr komisch geguckt. Ein Kind sagt nur immer, diese nervige Drohne. Ja, wo sie recht hätten. Wieso? Ja, weil es nervt. Naja, es ist ja nur mal kurz. Es ist ja nur mal kurz. Aber die Aufnahmen überzeugen, ist halt einfach so. Ja, da sind jetzt drei Jugendliche, die meinen, ich weiß nicht, ob das Kamerakind mal kurz nach links schwenken kann. Die meinen da jetzt irgendwie gleich Bahn zu gehen, würde ich sagen. Ja, da würde mir was fehlen. Also es ist kühl. Es ist 2 mm kalt, also dementsprechend nicht zu empfehlen. Ja. So, wir warten jetzt auf unsere Freunde aus Hohenhöhen bei Rendsburg. Genau. Ja, und dann werden wir schön spazieren gehen. Unser Trauort, unser Trauort ist gerade nicht zu sehen, aber da werden wir die Tage dann irgendwann mal. Genau. Das hoffentlich sehen. So, das reicht jetzt erstmal, ne? Bis dahin. Wir stehen hier auf einem der neuen Pfahlbauten. Und da unten ist das Kloakenbecken. Da geht die ganze Kacke rein, die Leute hier produzieren. Also ich hoffe, das müsste sehr groß sein. Sonst ist es halt, wie gerade unser Kamerakind Thorsten gesagt hat, sehr modern. Die anderen sind zu kaputt, die sind zu modern, so ein Mittelmaß. Es hätte auch einfach nur das Plumpsklo erreicht. Alle Mann davor und Rinder. Alle Mann drunter. Ja, sonst, wie gesagt. Kannst du dich beim Kacken beobachten? Nein. Doch. Man kann die Leute auch beim Geschäft machen zuschauen. Ich weiß nicht, ob das so clever hier dann geregelt worden ist. Also bei mir und bei uns. Nee, aber hier hast du den Steg. Also bei den Damen darfst du ja, nicht. Bei den Damen darfst du bitte einmal reinschauen. So, ich gehe einmal hier umher. Nein, auch hier kannst du reingucken. Echt? Ja, du kannst hier alle sehen. Also,
Ich weiß nicht, ob das so clever geregelt ist, dass man das, dass man hier reinschauen kann. Also, da ist ein bisschen das dumm geregelt worden. So, unsere Freunde aus Höhen, Hohen sind auch angekommen. Wir gehen jetzt zum Hundeplatz, damit der Hund ein bisschen rumlaufen kann. Und dann melden wir uns von dem Hunde, ja, was nennt sich das? Hundeauslauf hier in St. Peter-Ording. Und das Wetter ist einfach genial. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich sie wiederfinde. Weil irgendwo stehen sie rum. Aha, da hinten. Ich finde sie wieder. Wir sind jetzt in Bad. Wir sagen danke an Antje und Ronny und Eleni. Genau. War schön, euch gesehen zu haben. Ja, Geschenk kann ich noch nicht sagen. Also ich habe einen Teil gesehen, das sah schon wieder sehr gut aus. Die haben sich wieder tolle Mühe gegeben. Echt Hammer, was ihr da wieder macht. Und ja, spätestens bei unserer Hochzeit sehen wir uns wieder. Genau. Also bei unserer Hochzeit. Jo. Du heiratest ja auch. Ja. Ja, jetzt fahren wir gleich, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das schnell kriege. Wupp, wupp. Wenn ich das Kennzeichen drauf habe, will ich das wegmachen. Fahren wir jetzt mit dem kleinen Seat von Torsten zum Einkaufen. Wir sind so kaputt. Das Schlimme ist, ich habe meine Winterjacke an. Und ich hab's in der Hand. Es ist so unfassbar warm. Wir sind so kaputt, wir sind so viele Kilometer gelaufen. Jetzt wollen wir aber noch schnell zum REW und dann irgendwo ist noch ein E versteckt, zum Einkaufen, damit wir grillen können. Richtig. Und naja, wir melden uns dann vom Strand wieder. Bis dahin. Wir sind wieder am Strand angekommen und jetzt gibt es lecker Futter. Die Person dazu dürfen wir nur bis da zeigen, mehr gibt's nicht. Ja. Da ist der Grill, da wird noch mehr lecker gegrillt und ja, wir lassen es uns gut gehen. Da nochmal der Blick an den Strand. Ja, eine illustre Runde des Kartenspiels sozusagen. Genau, und ich glaube, wir zeigen es mal. Ja. Wir spielen halt dieses Spiel, was jeder kennt, weil wir zu dritt sind. Ihr seht ja gerade, wer filmt. Ne? Ich habe das ja eingeblendet. Ja. Konnten wir jetzt hier kein Rommi oder so spielen. Dafür ist das Brett eindeutig zu klein. Film mal runter, Thorsten. Genau. Also ist es doch zu dritt etwas zu klein. Aber trotzdem, zu dritt kann man hier wunderbar sitzen. Kann man hier halt dieses Spiel spielen. Ja. Tüte Chips dabei. Bisschen was zu trinken und so weiter. Also für jeden ist vorgesorgt. Wir haben genug dabei. Genau. Wir lassen es uns gut gehen. So wird es noch. Auf jeden Fall, wenn wir den Abend schön ausklingen lassen, das wollte ich sagen. Und wir sagen schon mal dann für euch gute Nacht und bis zum morgigen Tag. Genau, bis dahin. Tschüss. So, guten Morgen. Wir haben Sonntag, den 7.4. Das heißt, es ist eigentlich schon unser Abreisetag. Gefrühstückt haben wir, unser Kamerakind ist auch fertig und jetzt werden wir aber noch in die Therme gehen, weil das gehört einfach dazu, wenn wir hier in St. Peter-Ording sind. Ja, und wenn wir aus der Therme zurück sind, dann melden wir uns nochmal. Da geht es, weiß ich nicht, 80 Meter hoch? Ja, das kann ich jetzt nicht zeigen. Das mache ich dann gleich im nächsten Take, dass ich das mal hochfilme. Genau. Ja, 27 Minuten brauchen wir. Das heißt 28. Das heißt, wir werden dann bei unserer Hochzeit, sage und schreibe, 45 Minuten brauchen. Ja, das wird ein langer Weg werden. Genau. So, jetzt zeigen wir mal nach oben und dann sind wir mal gespannt.
wir reisen jetzt ab und sind gerade raus aus St. Peter-Ording. Es war ein super Wochenende. Ja, das war's. Was wir hier oben erleben haben. Wir haben aktuell hier 20 Grad. Absolut hammer geiles Wetter. Und wir fahren jetzt Richtung Bad Fallingbostel, über, also erstmal die A23, dann die A7. Durch den Elbtunnel. Genau, und dort wollen wir nochmal grillen. Unser Kamerakind fährt hinter uns, der wird uns aber spätestens auf der Autobahn überholen. Ja, wahrscheinlich. Wir sind ein bisschen langsamer immer. Genau, aber er kann dann ja seine Pausen machen zum Rauchen. Das stört uns dann nicht. So. Ja, sonst gibt es erstmal nichts weiter zu sagen. Wir versuchen mal, wenn die Akkuleistung da passt, weil das habe ich nicht kontrolliert, vielleicht die Fahrt durch den Elbtunnel mal zu filmen. Ja. Und ja, dann sehen wir uns nachher wieder beim Grillen. Man glaubt es nicht. Tja. Wir stehen schon wieder vor dem Eiderstädter Sperrwerk. Also wir fahren seit Anfang März 2014, jedes Jahr im März hier hoch. Gestanden und, haben wir da noch nie. Genau. Bis auf der Hintour und jetzt auf der Rücktour. Es ist unfassbar. Aber es könnte, ja, es bewegt sich auch langsam. Aber das kann jetzt natürlich bedeuten, dass sich diese ganze Kolonne jetzt schön bis zur Autobahn durchzieht. Also das wird jetzt ein längerer Weg werden. Na, warten wir es mal ab. Ja, das wollten wir euch nur mal kurz mal erwähnt haben. Wir sind angekommen hier auf dem Parkplatz kurz vor Viehbrockhaus. Wir grillen da jetzt auch. Sieht man vielleicht ein bisschen den schwarzen Nebel, der da rauskommt. Thorsten und Stefan sind jetzt am Diskutieren. Darf man grillen, darf man nicht grillen? Und aus und zu, wie nennt sich das? Ja, kein Plan. Auf jeden Fall, sie diskutieren gerade. Fachsimpeln, das ist das Wort. Fällt mir doch mal ein. Fachsimpeln tun sie jetzt. Ja, wir machen jetzt Pause, wollen noch ein bisschen grillen. Und ja, dann geht es weiter nach Hause. Aber erstmal grillen wir. Das ist mein Lärm. Obwohl, jetzt kann ich mal Thorsten ganz drauf machen. Der Grill ist wieder eingepackt, der Platz ist leer, unser Fotograf steht im Stau. Er hat uns Gott sei Dank nochmal angerufen, dass wir da nicht lang fahren sollten. Dafür danke, Thorsten, dass du uns angerufen hast. Ja, Frischwasser haben wir gerade auch hier im Gulli entleert, weil bei Frischwasser, das ist halt das Wasser, was wir nie mehr gebraucht haben. Ganz schön knapp, muss man sagen. Wir hatten ja 80 Liter bei. Ja, die waren also eigentlich relativ voll. Vielleicht ein paar Liter haben gefehlt, vielleicht 3, 4. Genau, also das wäre bei einer ganzen Woche sieht man, schaffen wir es nicht. Aber wir hatten ja auch in unserem Vorstellungsvideo gesagt, 5 Tage kommt man einigermaßen mit so einer Ladung hin. Ja, so. Es ist jetzt 19 Uhr. Wir werden uns jetzt auf den Weg nach Hause. Genau. Werden dann ganz, wenn wir zu Hause sind, ein paar Sachen rausnehmen, weil morgen geht hier nochmal Robert die Katz los mit dem Auto, weil wir ein paar Sachen ausbauen, weil er geht jetzt in seine wohlverdienten Inspektion. Ja. Beziehungsweise eigentlich nur Öl, aber wir haben noch ein paar andere Sachen geplant. Ja, und dann werden wir uns, wenn wir zu Hause sind, nochmal kurz melden zu einem kleinen Fazit von dieser Reise. Der Haupttenor wird sein, sie war super. Ja. Und jetzt fahren wir nach Hause. Bis dahin. Tschö. Wieder zu Hause angekommen. So gut wie alles verstaut. Ja. Das war ein 50er Trip. Mhm. Sehr, sehr schön, würde ich sagen. Also wir haben viel erlebt. Tolles Wetter gehabt. Am Anfang noch ein bisschen verhalten, aber das war im Endeffekt nur ein Tag Regen und dann der Rest war super. Im Endeffekt pünktlich abends zu meinem Geburtstag wurde das Wetter schön und ist eigentlich auch schön geblieben. Ja, weil das ist richtig.
Und es war immer irgendwie abends schön oder es war sogar den ganzen Tag dann schön. Also zwei Tage davon waren komplett nur Sonne. Genau. Also man sieht es vielleicht bei uns an. Wir haben ein bisschen Farbe bekommen. Ja. Also St. Peter-Ording ist immer eine Reise wert, dorthin zu fahren. Definitiv, ja. Ja, sonst möchten wir eigentlich den Abschluss heute mal kurz halten. Ja. Wenn euch diese Videoreihe gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert uns, dann, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare oder allgemein, wie es euch gefallen hat, was können wir verbessern, gerne alles rein in die Kommentare, wir lesen das uns natürlich durch. Ja. Ja, und sonst haben wir eigentlich nur noch zu sagen. Tja, bis zum nächsten Mal bei Kreuzfahrtbulli. Tschüss.